Wir schauen einfach jetzt einmal, ob ich in der Lage bin, wir zwei in der Lage sind, uns selbst zu entwirren. Dazu ist ja zur Grundvoraussetzung, dass du erkennst, was du selbst bist. Darum sage ich immer wieder, ich erkläre jetzt das demjenigen, der sich dieses Gespräch ausdenkt, der sich jetzt den Sprecher, den Udo, das Pixelmännchen ausdenkt, der sich alles ausdenkt. Und ich weiß, dass ich immer wieder Sachen wiederhole und bei Zusammentreffen, und jetzt mache ich einen Cut. Wir denken uns jetzt ganz bewusst eine Vergangenheit aus, die letzte Woche. Und da denkst du natürlich an eine ganz andere Vergangenheit wie irgendein anderer. Weil du hast eine ganz persönliche Vergangenheit. Das führt uns zu dem Ausgangspunkt dieses Gespräches, das ich immer wieder erwähne. Es ist hundertprozentig sicher, dass du Geist nur deine eigenen Informationen erlebst. Lass das sehr gewissenhaft auf dich wirken, weil das wird alles verändern. Ich verändere komplett deine Welt für dich in Verbindung mit dir, in Maßsetzung deines Glaubens. Und darum ist es wichtig, dass du zuerst einmal weißt, was Glauben bedeutet. Und allen voran musst du wissen, was du selbst bist. Also erste Behauptung, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Dir muss klar sein, diese Informationen hängen davon ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, bleiben wir mal hier, jetzt im Moment haben wir jetzt ganz bewusst mit drei Personen zu tun. Stimmt es oder stimmt es nicht? Nein, es sind vier. Das eine Pixelmännchen nennt man Holger, das andere nennt man Ariane, das andere Pixelmännchen nennt man Udo und dann ist noch mal einer dort, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Und es ist jetzt extrem wichtig, dass du verstehst, dass du zurzeit glaubst, derjenige zu sein, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das bist du aber nicht, sondern du bist der Geist, der sich das jetzt alles ausdenkt. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das heißt, du erlebst dich selbst, wenn du an deinen Körper denkst, der nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Es existiert auch kein Monitor, wenn du nicht an einen Monitor denkst oder ihn anschaust. Es existiert nur ein ständiger Wechsel von Informationen in dir und dieser ständige Wechsel von Informationen ändert nicht das Geringste an dir, Geist, dem du diesen ständigen Wechsel erlebst. Wenn du das nicht akzeptieren willst, dann hörst du dir nochmal tausendmal an und wenn du es dann immer noch nicht akzeptieren willst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, weil es wird sich dir die höhere Ebene nie erschließen. Es gibt nämlich auch wesentlich höhere geistige Ebenen, aber was willst du, wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist, irgendein tiefgläubiger Materialist, der sich ja hundertprozentig sicher ist, dass er schnipp, das Gehirn ist, an das er jetzt denkt. Wie willst du denen das erklären? Du bist nicht dieses Gehirn. Das Gehirn ist ein Gedanke von dir. Dein Körper ist ein Gedanke von dir. Ein heliozentrisches Weltbild, eine Erdkugel ist ein Gedanke von dir. All diese Sachen beginnen in dem Augenblick, in dem Moment zu existieren, wenn du dran denkst. Ich bringe es jetzt nochmal auf den Punkt, du bist ein Gotteskind, ein Geist und du bist mit hundertprozentiger Sicherheit der Schöpfer deiner Gedanken. Aber wo kommen deine Gedanken her? Die kommen aus etwas, was du mein Wissen nennst. Ich weise dich jetzt ganz nebenbei darauf hin, dass da noch unendlich mehr Wissen in dir drin ist, aber mit dem willst du ja nichts zu tun haben, weil das ja sowieso von dir sofort verworfen wird. Entweder ist es uninteressant, es interessiert dich nicht. Das heißt, alles, was dich nicht interessiert, sind Möglichkeiten von Existenzen, die du in deinen Kopf erschaffen kannst, die du niemals zu sehen bekommen wirst, wenn du sie nicht denkst. Es ist aber prinzipiell in dir drin. Das, was ich dir erzähle, ist vollkommen neu und dann trotzdem so unendlich einfach. Und darum wiederhole ich jetzt nochmal mit dem Denken. Ich bleibe jetzt ganz, ganz bewusst nur als erstes im Bereich des Denkens. Wenn ich jetzt sage, und das wiederhole ich immer wieder, dass jeden Gedanken, den du denkst, erschafft in dir, du erschaffst in dir eine Information, in der du einen Gedanken denkst. Und dieser Gedanke, zuerst einmal zerstöre den bestehenden Gedanken. Und er wird genauso sein, wie du ihn denkst. Es ist jetzt gleichgültig, ob du an einer Erdscheibe, an einer Hohlkugel, Welt oder
an der Kugelwelt denkst oder an eine Matrix denkst oder du denkst an den Putin oder die Ukraine oder du denkst an deinen Kindergarten oder an die Schule, wo du warst, du wirst feststellen, jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und ich wiederhole nochmal, um genauer zu werden. Und wenn du jetzt das Wissen hast, du kannst jetzt mit Sicherheit an Verbrennungsmotor denken, an Vierzylinder Benzin oder an Diesel. Und jetzt ist schon die Frage, ob du dir jetzt erklären kannst, wie der funktioniert oder nicht funktioniert. Etwas detailreich oder nur sehr oberflächlich, populärwissenschaftlich, hängt von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Das hängt von deinem Wissen ab. Das heißt, das, was du in dir selber erschaffst, steht und fällt mit dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Und dieses Wissen ist nicht dein Wissen. Ich nenne das immer Schwamminhalt. Das ist etwas, das du bekommen hast. Ich bin natürlich immer noch in der zeitlichen Form, aber das erspare ich mir jetzt. Mir geht es nur um dieses Prinzip. Und du bist der Einzige, der das, was du denkst, erlebst. Darum kann zum Beispiel, wenn wir jetzt auf eine Ebene gehen, dass ich immer sage, Brüssel unter Brüssel, prallen hier zwei unterschiedliche Programme aufeinander und wenn welche streiten, sind es nur zwei Programme, die nicht kompatibel sind. Die werden sich niemals eins werden. Obwohl die auf einer höheren Ebene eins sind, weil sobald ich mir nämlich zwei ausdenke, die streiten, erschaffe ich diese beiden in mir. Ich erschaffe zum Beispiel die Impfbefürworter und die Impfgegner in mir, in dem Moment, wo ich die in mir ausdenke. Das Problem dabei steht, dass ich in dem Wahn lebe, dass ich zu einer dieser beiden Kategorien eventuell gehöre. Das so, wie du dir jetzt ganz, ganz bewusst verschiedene Menschen ausdenken kannst, deine Familie zum Beispiel, was du auch immer unter Familie verstehst, wie weit du die aufspannst, und dann wirst du dich mit dazu zählen, aber das bist nicht du, du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Und diese Familienmitglieder in Bezug auf die jetzt ausgedachten Trockennasenaffenkörper, die existieren nur in dem Moment, wo du sie denkst, übrigens auch dein eigener Körper. Und ich weiß, wenn man das das erste Mal hört, da wehrt sich massiv irgendwas, das wahrhaben zu wollen. Aber ob du das jetzt glaubst oder nicht glaubst, in den Offenbarungsschriften, in den ersten Bänden heißt es immer, die wirkliche Wirklichkeit schätze ich am Dreck darum, was du Dübel glaubst. Es ist das, was ist. Und du wirst irgendwann einmal, ich sage dir sogar, wann das sein wird, das wird jetzt sein. Wirst du das erkennen und akzeptieren müssen, dass es so ist. Und wenn du es nicht erkennst oder jetzt die Möglichkeit hast, es zu erkennen und du willst es nicht ums Verrecken holen glauben, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, aber nur, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Gott sei Dank, das Pixelmännchen Holger, das Pixelmännchen Ariane und das Pixelmännchen Udo sind da ausgenommen, weil die hören mich jetzt nicht sprechen. Es sind nämlich nur Gedanken. Auch übrigens nicht der Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt, wenn du wieder an deinen Körper denkst, weil prinzipiell alles, was du als Information zu sehen, zu erleben bekommst, kriegt das, was du träumst, nicht mit. Das muss dir jeden Moment bewusst sein. Wenn dir das wirklich bewusst ist, dass das nur vergängliche Erscheinungen sind, es sind schlichtweg und einfach nur Erscheinungen in einem Traum, gleichzeitig wie du die definierst. Der Gedanke an einen Menschen, der Gedanke an ein Säugetier, der Gedanke an einen Stein, an ein Haus, an einen Baum, ist einfach ein Dasein müssen, das wieder weg ist, wenn du es nicht denkst. Das ist meine alte Metapher, ein Pinsel malt ein Bild und ein Geist träumt. Egal, was der Geist träumt, es ist ein Dasein müssen, so wie es geträumt wird und was der Pinsel malt oder schreibt, ist so, wie er malt oder schreibt. Was ich dir damit sagen will, du musst irgendwann nochmal einen Cut machen und alles, alles, was du dir ausdenkst, freisprechen. Du kannst dich jetzt beobachten, wie du Schrittzuweisungen machst oder irgendjemand eine Macht zusprichst. Und wenn du mal in der Lage bist, dich wirklich selber zu beobachten als Geist, dass du dich jetzt erhebst, wie ich das sage, und du schaust doch mal, was denke ich eigentlich, was glaube ich eigentlich? Dann wirst du entsetzt sein von dir selber,
wie du parteiisch bist, wie du urteilst, wie du richtest, wie du in dem Wahn lebst, zu glauben, du gehörst zu den Guten. Das macht alles deine Logik. Wie sich diese Logik des Egos ständig verteidigt, wie das ständig Recht haben will, auch das sind einfach nur ständig wechselnde Informationen in dir, die an dir selbst, an den Geist, den ich das jetzt erzähle, nicht das Geringste verändern. Holofeeling überragt alles an menschlichem Wissen, auch die ganze esoterische Geschwätz, das religiöse Geschwätz. Jeder, der den Mund aufmacht in deinem Traum, äfft irgendetwas nach. Jetzt habe ich eine Seite. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen, das sind aber sehr, sehr wenige. Die äffen aber auch noch, aber es kommt aus ihnen. Das heißt, es können durchaus welche sagen, das habe ich mit Sicherheit, was ich jetzt behaupte, nicht gelesen oder irgendwo vorher im Internet aufgeschnappt. Und ich lächle dann und ich sage, aber es ist dir eingefallen. Was wäre, wenn dir das nicht eingefallen wäre? Wusstest du das vorher? Das ist die ganze Sache mit den Entdeckungen in der Physik. Da gibt es genügend Selbstgespräche, wo ich prinzipiell sage, du kannst keine Wassermoleküle entdecken und auch kein heliozentrisches Weltbild. Das kann man nicht entdecken, rein in Bezug, dass jetzt wir davon ausgehen, wir brechen das zweite Gebot und wir denken uns die Sterne, die wir uns ausdenken, die jetzt entstehen. Wo waren jetzt die ganze Zeit die Sterne? Durch das Wort Sterne entstehen jetzt die Sterne. Und die Schwierigkeit zu glauben, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, auch unabhängig von dir da außen existiert, das ist geistlos nachgeäffter Blödsinn. Es ist logisch, aber nicht geistreich. Ich werde jetzt hier finde zu dem Selbstgespräch nochmal einen kleinen Auszug aus dem Leinfeld-Treffen der vorigen Woche, wo ich mir jetzt ausdenke als Udo Brösel, Udo-Programm, Holger-Programm, Ariane-Programm. Die können das sich jetzt ausdenken, weil sie dort dabei waren. Das sind aber komplett unterschiedliche Vergangenheiten. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und die überschneiden sich auf eine sehr komplexe Art und Weise. Aber das ist eigentlich, will ich es mit dem Vorwort genug lassen. Wir sind jetzt wirklich in einer Wendezeit, in einer Zeit, wo ein Weltuntergang ist. Und was das Erste ist, darum bin ich da jetzt nochmal genauer und immer wieder noch genauer darauf eingegangen. Die große Erkenntnis, kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du ihn denkst? Nein. Er wird so sein und jetzt ist das Thema, wenn du mit welchen diskutierst über Menschen, die du überhaupt nicht kennst, zum Beispiel Politiker. Egal was es ist, alles, was du vom Hörensagen kennst, dann sage ich, kannst du das beschwören, dass der so ist? Um das beschwören zu können, müsstest du den zumindest jetzt auf der persönlichen Ebene kennengelernt haben. Aber alle Menschen, die du nur vom Hörensagen kennst, ich sage immer aus Medien und Bassien, da kommen wir jetzt in dieses große Problem, dass ich dir ganz definitiv sage, wenn du eine dieser vielen Meinungen vertrittst, wenn du, egal um was es geht, mir als Beweis eine Seite zeigst, früher habe ich gesagt, eine Buchseite, jetzt sage ich eine Internetseite. Es ist mir ein leichtes, dir 1000 Seiten zu zeigen zum selben Thema, wo es genau ihr Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Und ich werde dir die Arroganz zu glauben, dass die Seite, die du geistlos nachäffst, dass das die einzig richtige ist, die werde ich dir die nächsten 1000 Jahre so um die Ohren schlagen, bis du erkennst, dass jede Seite ein Bastelstück vom Heiligen Ganzen ist, dass die zusammengehört. Dass in die höhere Ordnung, in die höhere Ebene kommst du erst, wenn du das, was ich widersprichst, vereinigst. Dass du musst irgendwann einmal aufhören, Krankheiten zu bekämpfen. Weil du gesund sein willst, sondern verstehen, dass Gesundheit und Krankheit wie Wellenberg und Wellendal sind, die gehören unterm Bau zusammen und wenn du die verbindest, gibt es eine Welle, eine heilige Welle. Was besser ist, was gibt Gesundheit und Krankheit? Es gibt die Heiligkeit. Du wirst die Heiligkeit nie erleben, wenn du meinst, dein Sinn heilig darin, gesund zu sein und das hast du erreicht, wenn es keine Krankheiten mehr gibt. Dann muss dir klar sein, dann gibt es in deiner Welt auch keine Ärzte mehr. Das ist ein sehr hartes Brot, aber es ist mir ein leichtes, dir hundertprozentig sicher zu beweisen, dass das die eigentliche Ursache von Krankheiten mit Sicherheit nicht irgendwelche böse Schicksalsschläge sind, die dich ereilen, sondern das sind ganz sinnvoll gesetzte Fehler, wie die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen und die hier Benzin ins Feuer schütten, um das Feuer zu löschen, das ist die Schulmedizin.
Sie hat nämlich das, was wirklich heil macht, die Selbstheilungskräfte deines Geistes, komplett ausgemerzt mit dem materialistischen Denken. Sie hat nicht das Leben von dir verlängert, sondern dein Sterben. Ursprünglich war vorgesehen, dass das Ding mit 50 zu Ende ist und dann steigst du in die nächsthöhere geistige Ebene auf. Da gibt es reichlich Videos und ich betone, ich mache hier weder religiöses noch esoterisches Geschwätz. Wir reden von dem, was 100% sicher ist und was es mit Sicherheit nicht ist. Es ist die naturwissenschaftliche Erkenntnis der Menschheit, die du dir jetzt ausdeckst, das hat zur vollkommenen Entgeistigung, deiner eigenen Entgeistigung geführt. Es ist nämlich deine Welt mit deiner Vergangenheit, die du dir ausdeckst. Ich sage, du hast eine komplett eigenständige Vergangenheit, weil du eben kein sterbliches Säugetier dir bist, sondern du bist ein Geist. Und ich betone nochmal kurzweise, um das etwas anschaulich zu machen, du stellst dir vor, Geist ist ein Computer. Ein Computer, der in sich was erschafft und er sieht nur das, was er in sich selber erschafft. Das ist der träumende Geist. Aber was du erschaffst, hängt davon ab, von dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Das ist praktisch im Computer jetzt die Daten und die Software, die du im Arbeitsspeicher hast. Du limitierst dich mit dem Wissen und du bist verdammt ewig in diesen ständig wechselnden Bildern zu leben, wie du hast, wo du ums Überleben kämpfst, wo du nach Geld gierst, weil irgendwas da ist in dir, das sagt, ich brauche Geld zum Überleben. Ist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Braucht ein träumender Geist Geld, dass er träumen kann? Er braucht zuerst einmal den, der ihn zum Träumen anfangen lässt. Was ist so träumender Geist, wenn er nicht träumt? Das ist immer das Schöne, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und jetzt komme ich hier, wie kann ich jetzt meinen Traum verbessern? Schon das nächste Problem. Sobald du was verbessern willst, besser und schlechter ist nämlich eine Welle. Das ist das, wo ich sehr oft darauf anspreche, wenn wir jetzt in deine normale Vorstellung von Welt gehen, versucht man ständig immer irgendwas zu optimieren oder zu verbessern. Und nach dem einfachen Gesetz, nach dem göttlichen Gesetz, dass umso größer der Berg wird bei einer Welle, der Wellenberg, im selben Moment vergrößert sich auch das Tal. Für absolute Neueinsteiger, denen das ein bisschen kryptisch sich anhört, sage ich schlichtweg und einfach, du denkst jetzt einen Behälter, eine Badewanne, wo Wasser ist, ganz stilles Wasser, wir haben einen Wasserspiegel und auf irgendeine Art und Weise machen wir jetzt da Wellen rein. Und du musst dich davon lösen, dass bei Wellen dieses longitudinale Denken, dass da ein Berg kommt und dann kommt ein Tal. Wenn du in die Badewanne reinschaust, haben wir eine Nulllinie und wenn da Wellen drin sind, wird jegliche Art des Volumen, ich bleibe mal rein physikalisch, das Volumen der Wassermenge, die über die Nulllinie herausgehoben wird, wird im selben Moment unten fällen, weil wir müssen es nach oben laden, weil die Wassermenge ja gleich bleibt. Das heißt, umso größer wir einen Berg aufbauen, muss im selben Moment auf die Nulllinie bezogen auch das Tal größer werden. Das ist immer symmetrisch wie plus 5, minus 5. Das heißt, du magst da noch so starken Sturm reinmachen in ein Meer, ausgehend von einem toten Meer, einer spiegelglatten Fläche. Was natürlich ein ganz interessantes Wort ist, wenn man jetzt weiß, was der Spiegel ist. Wenn ich das Wort Spiegel hebraisiere, das beginnt mit SB, das ist raumzeitliches Wissen deines Intellekts, SBI. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich schalte nicht um. Hängt davon ab, wie so Holophiling-Vordersprache du schon gelernt hast, ich spreng von strenger Arithmetik. Das heißt, hier blau gelesen hast, raumzeitliches Wissen deines Intellekts. Wenn ich das auf Hebräisch, diese drei Buchstaben von rechts nach links hinschreibe, in Zahlen ist es 60, 80, 10 und du zeigst es irgendjemandem, der Hebräisch kann, der wird dann sagen, das heißt meine Schwelle. Weil SB heißt Schwelle. Und jetzt muss ich natürlich wissen, dass das Shin vorne für die Logik, für den Logos steht, das heißt eine logische Welle. Eine logische Welle, die du in dir selber aufschmeißt. Es ist alles unheimlich logisch, aber ein Computer ist logisch. Er ist aber nicht geistreich. Und wie kannst du jetzt deine Informationen verändern? Du hast es immer nur mit deinen Informationen zu tun. Und ich erwähne der Genauigkeit halber, ich bin jetzt immer absichtlich, habe ich nur von deinen Gedanken gesprochen, die du denkst. Du wirst irgendwann einmal auch erkennen, dass jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung genauso eine Information von dir ist, die genauso erschaffen wird wie ein Gedanke. Das heißt, es ist kein Unterschied, ob du jetzt, ich mache mal ganz, ganz gezielt, denk einmal an einen Hasen, ganz normal an ein Häschen.
Das ist jetzt übrigens nur das Wort Hase da. Du kannst jetzt aus dem Wort Hase übrigens, wenn man das hebraisieren, heißt es Dachtraum, Fantasieren, etwas, was ich hinträume. Du kannst jetzt auch mit offenen Augen ganz grob dir ein Häschen vorstellen. Du wirst feststellen, wenn du es genauer in deinem im Gehirn, wo eigentlich in deinem Gehirn das nicht existiert, wenn du nicht dran denkst, in dir, in deinem roten Kopf nenne ich das. Du kannst den noch präziser aufbauen, da musst du aber die Augen zumachen. Feinstofflich. Weil das lenkt dich ab, auf der Verabrede, das lenkt dich ab. Aber dieser Hase, den du jetzt denkst, hast als Geräusch, übrigens auch das, was du jetzt hörst, ist deine Information. Du träumst jetzt. Es hat mit dem Udo, den du dir jetzt ausdenkst, überhaupt nichts zu tun, weil der Udo, den du dir jetzt denkst, dieser Mensch, dieses Äffchen, den du dir irgendwo da außen hin denkst oder sagst, in der Vergangenheit wurde das aufgenommen, ich wiederhole das immer wieder, vergiss es. Es ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Mach dir einfach bewusst, was jetzt ist, Cut. Es sind Geräusche, da kannst du dir jetzt denken, die kommen aus einem Lautsprecher, der übrigens auch die ganze Zeit nicht existiert hat, weil nur das existiert, was du denkst. Es ist übrigens, wenn du jetzt rein dir vorstellst, wie ein träumender Geist funktioniert, hast du genau diesen Zustand. Und wenn ich jetzt sage, der Hase, der jetzt da ist, weil ich die Worte ausspreche, den du jetzt eventuell auch verbildern kannst, rein gedanklich, aber komischerweise bist du nicht in der Lage, dass du den jetzt realisierst auf deiner Verabrede. Du kannst einen Hasen realisieren, aber dein Programm zwingt dich, dass du dann wie in einem Videospiel aus der Wohnung rausgehst und irgendwie zu einem Bauern oder irgendwo hinläufst, wo du ein Häschen auf die Verabrede holst. Weil du weißt ja, da außen sind ja Hasen, wenn ich die sehen will, auf der Verabrede, da ja das Licht, das auf der Verabrede, wie ich das nenne, was ich meine sinnlich wahrgenommene Information optisch, entsteht ja dadurch, dass von außen irgendwelche Lichtstrahlen da in mich reinfallen. Und das kannst du vergessen, Pustekuchen. Das ist einer der ersten Trugschlüsse der Naturwissenschaft, die sich mit 100% Sicherheit überprüfen muss. Dass es nicht so ist, wie es in deinen Physikbüchern drinsteht. Aber dann doch wieder alles, was da drinsteht, ein bisschen richtig ist. Und wie hochgradig krank und schizophren deine Mitmenschen sind, allen voran die sogenannte Elite, da verweise ich dann im Anschluss auf dieses Selbstgespräch, zitiere ich dann einige Verse aus dem Alten Testament, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das absolute Vollpfosten sind. Die weltliche Weisheit hat zur vollkommenen Entgeistigung geführt. Das wird hier sehr, sehr wichtig und interessant. Das ist, wie kannst du wirklich deine Informationen verändern, indem du sie ganz einfach anders denkst. Aber das würde voraussetzen, wenn du weißt, dass die Ursache deiner Informationen, und wir sind wieder bei der Computermetapher, das Programm ist. Sie werden sich nie verändern, wenn du hoffst, dass sich die Bilder auf dem Bildschirm von sich aus verändern. Geh einfach von dem Computer jetzt aus, lass mal die Verabrede weg, das ist nur nochmal aufgeblasen, du sitzt jetzt vor dem Monitor und hast einen Film laufen. Meinst du, die Menschen, die du jetzt auf dem Monitor siehst, haben irgendeinen Einfluss darauf, dass sie auf dem Monitor so sind, wie sie jetzt auftauchen? Die Ursache ist das Programm. Du bist der Computer, du erlebst jetzt das, was du selber in dir rechnest aus Daten, wo du keinen Einfluss drauf hast. Das heißt, wenn du die Bilder verändern willst, dann musst du das Programm verändern. Das heißt, das Wissen, das du zum Denken benutzt, muss verändert werden, dass elementar sich auf dem Bildschirm was anderes abspielt. Jetzt können wir in der Metapher vom Computer noch weitergehen. Ich denke mal, das ist ein wunderbares Vorwort. Wir könnten jetzt vielleicht zum Mittel- oder zum Hauptteil kommen. Das ist ganz toll. Lassen wir das ganz kurz noch fertig machen, weil das eben immer wichtig ist, absolut wichtig ist zu verstehen, du kannst als eine Figur, die du dir ausdenkst, der jetzt vom Computer sitzt, entspricht praktisch, wenn du ein Videospiel spielst, ein modernes, ist es der Avatar, der mit einer VR-Brille ausgestattet ist, der sich als Körper empfindet, der hat keinen Zugang zu den Dateien dieses Programms, aus denen er selbst entspringt. Uno Feeling, führe dich auf die Ebene, wo du das Programm verändern kannst, aber die Veränderung, und das ist jetzt wichtig, das muss ich unbedingt noch loswerden, besteht nicht darin, dass du was veränderst. Du musst es vervollkommnen. Das heißt, sobald du irgendein Gedanke oder irgendein Puzzlestück, irgendeine Art von Information, mag es ein Schmerz sein, mag es irgendein gebrochenes Bein sein, das du dir ausdenkst, eine Krankheit sein, wenn du die nicht mehr haben willst,
Hast du diesen Satz, liebe deine Feinde, nicht verstanden? Wenn du irgendetwas bekämpfst, ich sage, wenn du irgendjeder Gedanke ist wie ein Puzzlestück und das ist ein herausgespiegeltes Teil aus dem Heiligen Ganzen. Und wenn du dieses Puzzlestück entweder wegschmeißt oder veränderst, zerstörst du deine eigene Heiligkeit. Es geht um das absolute Einverstandensein, das nenne ich die rote Liebe. Und jetzt springen wir mal ein bisschen in biblische Sachen. Wir hören uns jetzt einmal Paradudes an, die ganz aktuell sind von heute. Jetzt, wenn ich heute sage, du musst wissen, jeder Tag ist heute. Heute nenne ich einmal einfach das heutige, heute nenne ich den 22.07.2022. So, dann übertragen wir hier das Bild. Und das sind jetzt die 39, 66, 67, 68, 69. Will ich ganz kurz reinschauen. Und ich mache jetzt einmal Startpunkte mit dazu. Das heißt jetzt hier, völlige Auflösung, Liebeswerk Gottes an den Gefallenen. Wenn ich das höre und ich habe von vornherein schon, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, Gott existiert nicht, ich gehöre zu den absoluten Atheisten, dann höre ich mir das sowieso nicht an. Wenn ich jetzt sehr christlich geprägt bin und ich mir das anhöre, nützt mir das auch nichts. Auch wenn hier ganz, ganz präzise erklärt wird, um was es geht. Das sind Christusworte. Wir denken uns jetzt natürlich eine Paradude aus und die hat hier ihre Visionen und dann spricht der Christus zu ihr. Das ist ähnlich mit den Lorber und das ist, was halt hier die ganzen Offenbarungen sind. Das Hauptproblem ist, man muss sehr, sehr genau zuhören. Aber was ich dir ganz nebenbei zeige, ist, dass die Startpunkte, ich sage immer wieder, du bist in einer Welt, in der jeder Startpunkt, jeder Bibelvers, jedes Kapitel, jeder Buchstabe in der Bibel vom Anfang an gezählt, der 555. Buchstabe hat einen ganz gewissen Sinn. Da ist eine Arithmetik im Hintergrund. Da müsste man, wenn ein bisschen oberflächlich sich in die Holo-Arithmetik reinlesen, in den Offenbarungswerken. Das ist aber nicht nötig momentan. Ich sage nochmal von vorne weg, was du in diesem Leben zu lernen hast, ist eine ganz einfache Erkenntnis. Du musst wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du bist immer unveränderlich derselbe Geist. Und deine Gedanken, deine Informationen, die du erlebst, sind von dir selbst aus dir herausgeschöpftes in Maßsetzung des Intellekts, des Schwamminhalts, den du zurzeit zum Denken benutzt. Das ist das Einzige, was installiert sein muss und es ist dann installiert, wenn du in keinster Weise mehr Angst hast, dass dir was passieren könnte oder dass du vernichtet werden könntest. Ich sage immer, diese Energie, der träumende Geist, jetzt kommt die Physik dazu, das ist auch eine Religion, die kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Und du vergisst es immer und immer wieder. Und das Zweite, was es noch ist, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor allem nicht Angst zu haben, dass irgendetwas, was du jetzt denkst, wo du glaubst, es ist auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst, was du besitzt, im normalen Sinne dieses Wortes, dass dir das weggenommen wird oder dass du das verlierst. Alles, was du erlebst, entsteht in dem Moment jetzt aus dir, wo du es denkst, und es fällt wieder in dich rein, wenn du es nicht denkst. Und solange du jetzt Angst hast, zum Beispiel einen geliebten Menschen zu verlieren oder einen Besitz oder eine Wohnung zu verlieren, weil du noch in dem Wahn lebst, dass das unabhängig von dir daraus noch dann existiert, wenn du nicht dran denkst, hast du das Klassenziel noch nicht erreicht, dann wirst du in dieser Führerscheinprüfung sitzen bleiben und du wirst es bis in alle Ewigkeit wiederholen, solange bis du das gecheckt hast. Und dazu brauchst du kein intellektuelles Wissen. Und wir schauen uns das einmal an. Und zwar beginne ich mit der 3966 und da starte ich jetzt einmal ein bei 258 Sekunden. Und ich will nur, weil das unendlich vielfältig ist, springe ich hier nur mal die 258 in den Totalwert an. Das ist jetzt natürlich einer, es gibt viele Worte, die diesen Wert haben. Können wir uns anschauen, die haben alle ihren Sinn. Das ist immer wieder an das Küchenbeispiel von mir denken, dass jetzt eine Küche eine große Kollektion ist, wo ihr Herd genauso drinsteht wie ein Kühlschrank. Und genauso gibt es da Worte, die positiver du jetzt spontan bewerten würdest oder negativer bewerten wirst. Wir können ja da mal ganz, ganz kurz das aufmachen, wie das dann runterläuft. Schau, das beginnt mit ausgetrocknet. Schnarchen, Schächten sagt jetzt im ersten Moment nicht viel. Körperlich, materiell, wirtschaftlich, materiell. Das kann man aber alles erklären. Aber darum geht es nicht. Ich bleibe jetzt ganz gezielt bei den Hamagedo.
Und da schauen wir jetzt kurz, wenn wir diese Kette anschauen, in Rot-Blau lesen, allein steht eigentlich schon wieder alles drin, was jetzt dann kommt in dem Selbstgespräch. Das ist das einmal, ist es die Bezeichnung in meinen Offenbarungen, ist es die Enthüllung des Johannes. Das ist ein Begriff aus der Bibel und wenn man die einzeln lesen tut, beginnt das Ganze mit Har. Denn das Wort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht, die große Schlacht, wir sind in der Endzeit zwischen dem Teufel, dem Satan und dem Gott, die niemals stattgefunden hat, das ist symbolisch. Der Satan bist du, der Scheitan. Du scheidest, du trennst dich, du begehst Ehebruch. Jetzt muss ich wissen, die Ehe ist die Verbindung in dem Adam, der männlich und weiblich ist, was eigentlich genau genommen heißt, träumender Geist und ausgedachte Traumwelt. Ich sage, du bist untrennbar mit dem verbunden, was du denkst. Egal an was du denkst, es existiert hier und jetzt in dir als Information, wenn du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, das zweite Gebot zu brechen, mach dir kein Bild von irgendwas, das da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer da draußen. DR heißt Generation auf Hebräisch und außen beginnt mit scharfem S geschrieben, AOB, das ist deine Beschwörungskunst. Würdest du beschwören, dass du auf einer Erdkugel lebst, die sich um die Sonne herumdreht? Dann schwörst du an Meinheit. Du äffst was nach, was bei genauer geistreicher Betrachtung und auch arithmetischer Betrachtung gar nicht so sein kann, wie du dir das ausrechnest. Wir haben jetzt hier zuerst einmal dieses H, das hebräische Wort H. Ich schreibe jetzt das Rot, das sind die ersten zwei Buchstaben. Das heißt, rot gelesen, der Quintessenzkopf. Das ist die Quintessenz, im Zentrum ist der Kopf. Blau gelesen ist eine Wahrnehmung, die du berechnest. Dieses Spiel funktioniert in allen Sprachen der Welt, wenn du die Lautwesen einsetzt. Und das ist die absolut elementar präzise Beschreibung von dem, was eigentlich im Hintergrund in deiner Matrix in deinem Programm abläuft, wenn man Zahlenwerte einsetzt. Was es hier geht, dass die klassische Wörterbuchübersetzung jetzt hier zuerst einmal Berg ist. Das ist der Berg. Ich mache jetzt den rot, jetzt setze ich diese Worte wieder um in hebräische Zeichen und dann heißt es ganz original im erwachten bzw. erweckten Geist. Im erwachten Geist. Das habe ich jetzt rot, kann man dann wieder blau machen, aber das wird zu weit führen. Und dann kommt als nächstes Wort, das wird jetzt sehr interessant, dieses Magedo. Vokale werden rausgeschmissen, das heißt seine Götterspeise. Da ist im erwachten Geist ist eine Götterspeise. Das wird übrigens genau definiert, von wem diese Götterspeise ist. Das ist nämlich hier vom Magido. Mag heißt nämlich die Magie, vom großen Magi, die Magie des Wissens. Da ist übrigens auch noch der Gatt mit drin. Das ist der Jupiter. Wenn man jetzt hier die Einzelwörter, das ist hochinteressant, das heißt Gat, heißt Jupiter. Das ist der Glücksgott. Die Götterspeise des Glücksgott. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Du wirst irgendwann noch mal begreifen, dass ich das größte Glück bin, was dir überhaupt passiert ist. Wenn du das zu schätzen weißt, was ich dir mitteile. Und dir sollte klar sein, mit ich meine ich jetzt nicht diesen Affen, diesen Menschen, Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist nur ein Gedanke in dir, der von dir erschaffen wird, wenn du ihn denkst. Ich bin der, der dich das denken lässt. Was dich am Leben erhält, ist der, der dich jeden Morgen als der wach werden lässt, als der du wach wirst. Und der wird dafür sorgen, Carpe diem, dass bis er dich wieder ausschaltet, wenn du einschläfst, genügend da ist. Das ist die Sorge, dich nicht um morgen. Weil alles, was passiert, heute passiert. Das lassen wir jetzt einmal gut sein und jetzt hören wir doch mal ganz kurz rein. Genau zuhören, ich was kommentieren. Doch in der Endzeit ist es schwer, Verständnis aufzubringen für geistige Belehrungen. Und darum tritt Gott oft in anderer Weise an den einzelnen Menschen heran, in Form von großen leiblichen Nöten, die ihn veranlassen sollen, sich ihm zuzuwenden im freien Willen, auf dass Gott ihn erfassen und ihn zu sich ziehen kann. Doch wo die leibliche Not solches nicht zuwege bringt, ist jede Hilfe ausgeschlossen. Und der Auflösungsprozess muss einsetzen, so wie die Menschheit in solcher Gottferne steht, dass sie ihn nicht mehr zu erkennen vermag. Das ist jetzt das, was in der Bibel im klassischen Sinn Sodom und Gomorra ist. Du bist zurzeit in Sodom und Gomorra. Und ich bringe dir die Deba, das Wort, das ist die Arche, um dich rauszuholen. Da musst du in dieses Wort, ins Zentrum des Wortes, und da haben wir ja unser W, schau das kleine Bild, dein doppelt aufgespannter Ort, es geht um das Zentrum, aus dem alles entspringt, das bist du. Wo kommen deine Gedanken her, wenn du zum Träumen anfängst? Die kommen aus dir. Und du musst wieder zurück in dich, du musst begreifen, verstehen lernen,
Das ist das, was du denkst, ohne dich nicht gibt. Und das alles, was du denkst, so ist, wie du es denkst, und es zwingt dir eine geistlos nachgeäffte Logik. Die ist komplett austauschbar, so wie ich in einem Hochleistungsrechner die Daten und die Software austauschen kann, kannst du auch in dir die Logik austauschen, aber das willst du ja nicht, weil du weißt ja schon, dass du die richtige Logik zum Denken benutzt, den richtigen Glauben, die richtige politische Einstellung hast, dass alles, was du geistlos nachäffst, bis hin zu der Mode, die du trägst, die Frisur, die du dir, deine Vorstellung von schön, all diese Vorstellungen zwingen dir deine Logik auf. Das, was du meinst, haben zu müssen, dass du glücklich bist, was du bekämpfst, weil du meinst, es ist schädlich, all das macht dein Ego, zwingt dir deine Logik auf. Und diese Logik ist nicht deine Logik. Die hast du dir eingefangen wie ein Virus. Denn seine erbarmende Liebe lässt nicht dem völligen Untergang entgegengehen, was einst von ihm seinen Ausgang nahm. Und also schafft er neue Möglichkeiten zur Aufwärtsentwicklung. Weil das Möglichkeiten, das ist dieses Mahatma gerade, die Magie, die Verzauberung, eine Selbstverzauberung. Wenn du deine Gedankenwelt ändern willst, dann musst du zuerst einmal deine eigenen Gedanken verändern. Aber um die Gedanken zu verändern, die verändern sich abhängig vom Programm. Du musst das Programm, du musst deinen Glauben verändern. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein vollkommen neues. Du wirst ein neues Leben nicht erleben, du kriegst nur Variationen von Variationen, diese im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Kacke, dieser Scheiße, die du dir zurzeit ausdeckst. Das sind Exkremente. Wir können jedes Wort im Detail anschauen, das wird dir das wirkliche Leben und der Sinn des Lebens erzählen dir die Worte, wenn man die richtig übersetzt. Und da mache ich nichts Besonderes, ich benutze nur Wörterbücher, ich benutze Physikbücher, Chemiebücher, mir schauen, was da drin steht. Ich lasse das alles so stehen, wie es ist. Das Einzige, was ich verändere, das, was du aus Worten machst. Wie legst du ein Wort aus? Was löst ein Wort in dir aus? Und du wirst merken, du kannst aus jedem Wort streng arithmetisch betrachteter 400 Seitenbuch an Informationen machen. Das ist eine Leichtigkeit, genau genommen auch 1000 und 2000 Seiten. Das ist das Prinzip von der Mandelbrot-Fraktor. Du landest dann immer wieder in einer gewissen Selbstähnlichkeit nach so und so vielen Iterationsschritten. Das ist, wenn ich immer wieder sage, du wirst den Kontext, den ich dir ganz einfach erkläre vor Holofeeling, bei keinem dieser Worte verlassen. Er lässt eine neue Erde erstehen. Und Erde heißt übrigens erwecktes Wissen. Wir erwecken in dir ein vollkommen neues Wissen mit Holofeeling. Und das Schöne ist, dass dieses bestehende Wissen, nicht das geringste an dem, das neue Wissen, nicht das geringste an dem bestehenden Wissen verändert. Das ist mein Symbol mit dem H. Ich wiederhole es nochmal. Du denkst dir jetzt einfach mal, das gesamte Wissen der Menschheit, was du dir in die Menschheit jetzt hineinlegst, seit Menschheitsgestehen in deiner Logik, wo du meinst, die Menschen sind irgendwann einmal vor Jahrtausenden entstanden. Das ganze Wissen eines jeden dieser Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Dieses Wissen symbolisieren wir mit einem Haar. Nicht nur das derzeitige moderne Wissen, das Wissen des Mittelalters, das Wissen der Ägypter, all das symbolisieren wir nur mit dem Buchstaben Haar, das ist ein Programm. Und wenn du deine Welt verändern willst, musst du das erweitern. Das heißt, dieses Wissen baut jetzt auch deine chronologische Weltvorstellung auf mit Vergangenheit und Zukunft und all dem, was mit dem Guten, mit dem Bösen, was man dich dann austauschen kann, weil du merkst in dem Wissen, wann manche sagen, das ist gut und die anderen sagen, nein, das ist böse. Das sind so Puzzlestückchen, die lückenlos ineinander gesetzt dann das Heilige ergeben. Das heißt, alles, was sich bekriegt, müsste man eigentlich zusammenbinden. Ich sage immer, wie ein runden, absolut gleichmäßigen Kreis und ein spitzes, eckiges Dreieck. Da kann ich einen Kegel draus machen. In dem Moment, wo du den Kegel siehst, denkst du nicht mehr an Kreis und Dreieck. Und jetzt machen wir dasselbe, dieses H als Programm gesehen, gibst du mir zurück, damit ist natürlich wie dein Computer, momentan hast du keine Bilder. Ich sage, du schiebst ein Buch, ein Lebensbuch rein, du trittst einen Schritt vor das Bücherregal des Lebens, wo alle Leben drin sind, dann bist du für einen Moment ich. Und dann nimmst du das nächste Buch raus und dieses nächste Buch nennen wir nicht Haar, sondern Haus. Wir machen aus den Buchstaben Software, machen wir eine Wortsoftware. Und du wirst jetzt feststellen, dass ich an dem Haar nicht das Geringste verändert habe. Das heißt, ich lasse das komplette Wissen der Menschheit so, wie es ist, aber wir machen neue Elemente dazu, das A, das U und das S. Und dadurch kriegst du vollkommen neue Bilder. Es hat sich was verändert, ohne dass wir an der Grundsubstanz was verändert haben. Wir haben es erweitert. Wir haben es vervollkommnet. Wir haben die fehlenden Teile weggemacht. Und dann werde ich wieder auftauchen, dann will ich dieses Hausprogramm zurück und dann kriegst du von mir ein Satzprogramm.
Und dann wirst du feststellen, auch das Wort Haus verändere ich nicht. Ich erweitere das nur mit vollkommen neuen Sachen, die du ständig bekämpfst, wenn du meinst, das reicht dir das Haarwissen aus. Das machen wir jetzt dann gleich einmal weg und dann gehen wir in den nächsten Sprung rein. Schauen wir uns das einmal an. Der Glaubenskampf in der letzten Phase. Und schon dieses Wort Glaubenskampf in der letzten Phase, das beginnt hier übrigens, das starten wir bei 232 ein. Da können wir mal ganz kurz reinschauen, wird er mit 232, das ist erst einmal der Engel, das ist der Ariel im Hebräischen in der Bibel. Das ist übrigens am Opferherd der Löwe Gottes, der für dich kämpft. Rot gelesen ist das der Schöpferkopf Gottes. Ein Engel, ein Bode, das wäre jetzt der rote UB, nicht der blaue, ist bloß ein Brösel. Ein höherer Rang, ein Senior, ein alter Engel, ein sehr lebenserfahrener. Lebst hast du mal so viele tausend Leben, wie ich schon durchlebt habe, dann weißt du das, was ich weiß. Aber du bist ich, als Geist. Wir reden hier nicht vom Intellekt. Schau, das ist auch dann mein Erstgeborener. Das, wenn man jetzt aufrechnet, ist es mein Erstgeborener. Da kommen jetzt die jungen Kamele. Ich sage jetzt nur das Wort Kamel. Gimmel im Hebräischen ist die Einstein-Formel. Das ist genau die Formel, wo Energie ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass es sich dabei selber verändert. Das ist GML. Kann man nachschauen. Gehe ich nicht drauf ein. Dann kommt das Segnen des Gni, die Gone. Hat der Udo zurzeit riesengroße Probleme, ohne dass er damit Probleme hat. Ihr müsstet immer ein Stück weitergehen. Gibt es nämlich zwei, im Griechischen dann das Gon, kann man mit einem Omega und einem Omegon schreiben. Es ist eine Matrix. Der Mann, der Gedanke, schau, der Mann, Seger, heißt eigentlich der Denker. Das ist alles 223. Ich glaube, wir lassen es gut sein. Da kannst du jetzt runter, der erzeugt in die Assoziationen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Der Glaubenskampf hier, wir starten bei 232 ein. Das ist erst einmal Gall, die Welle oder das geistige Licht. Ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität und es ist deine Beschwerungskunft. Und dann kommst du in einen einzigen Kampf, wenn du um Einseitigkeiten kämpfst. Was gar nicht nötig ist, um was kämpfst du eigentlich? Weil du was haben willst, was richtig ist, oder weil du was bekämpfst, weil du es nicht haben willst? So wirst du deine Heiligkeit nie erreichen. Und das Ganze passiert in der letzten Phase. Und diese Phase, damals das BH ist ja das, der F-Laut. Wir können jetzt Folgendes machen, wir schreiben einfach einmal, schau, wir machen ein P. Das ist das F. Und da machen wir jetzt als Selektion ein S, ein Zain, He, Phase. Ich habe jetzt hier einfach mal F. Das können wir jetzt Phase aussprechen. Was das ist. Das ist jetzt modern die Phase. Das Wort Phase steht das P vorne. Ist die göttliche Weisheit, wird zu Hase. Und da kommst du jetzt zu H, C, H, He hinten mit dem See dazwischen. Und das ist der Dachtra. Tausendfach erklärt. Das heißt auch, Wachträumen etwas vor sich hin fantasieren. Das ist ja wie Zeba, aber er macht es, er schafft es. Das ist die 92, das ZB, die Geburt einer Polarität. So, und dann lassen wir den nochmal laufen. Denn die Menschen hier wollen selbst. Ich springe hier übrigens rein. Die Dinger sind es wert, dass man sich die ganz anhört. Aber du hast keine Chance, wenn du nicht sehr aufmerksam zuhörst. Wir machen da, hören ein bisschen rein. Denn die Menschen wollen selbst nicht mehr einer höheren Macht unterstellt sein. Sie glauben. Was sie dann doch wiederum machen, bloß anstatt sich meinen göttlichen Geboten zu unterstellen, ich sage halt einfach nur die ersten zwei Gebote. Das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt schlichtweg und einfach, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich wiederhole das immer wieder. Haben wir nicht festgestellt, dass du als träumender Geist hundertprozentig sicher der Schöpfer bist für alles, was du dir denkst? Aber wenn du jetzt an dich selbst denkst, sprich an deinen Körper denkst, der dann in dem Moment existiert, wenn du an den Körper denkst, dann erschaffst du den und dann brichst du das erste Gebot. Und drum hast du eine panische Angst, diesen Gedanken zu verlieren, der sich doch schon wieder auflöst, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist dir bloß noch nie aufgefallen, weil du in dem materialistischen Wahn lebst, dass du meinst, ein Gedanke, den du jetzt denkst, der existiert auch unabhängig von dir, existieren wohlgemerkt. Da außen, wenn ich jetzt zum Beispiel Stadt, ein Haus, egal was es ist, eine Erdkugel, und du hast damit nichts zu tun. Du lebst in dem Wahn zu glauben, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Das ist der Bruch des ersten Gebotes.
Und das zweite Gebot macht dir kein Bild von, was da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde, schlichtweg von da draußen. Die Bilder sind in dir und zwar in dem Moment, wo du sie denkst. Darum heißt Be'ilet er auf Hebräisch, Be'ilet heißt im Kind erweckt oder erwacht. Glauben, sich frei machen zu können von ihr, so sie sie ablehnen und bedenken nicht, dass sie sich am Tage des Gerichtes verantworten müssen vor dieser Macht. Diese Macht bin ich. Ich bin die absolute Macht. Und du musst dich jeden Moment, der Tag des Gerichtes ist heute. Es gibt bloß heute. Und das heute beginnt in dem Moment, wo du wach wirst, jetzt und in dem Moment, wo ich dich wieder ausschalte. Da habe ich genügend Beispiele. Und dann drehst du dich wie ein Hamster im Laufrad täglich, Christus, nur mit dir so lange, bis du diese einfachen Sätze als die einzige wirkliche Wirklichkeit erkennst, die du auch mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kannst. Holofeeling zwingt dich nicht, im geringsten an irgendetwas zu glauben, was nicht jedes 13-jährige Kind jetzt normal gesprochen auf der Stelle hier überprüfen kann. Das macht Religion, das macht Esoterik und allen voran die Naturwissenschaft. Wenn du Nachrichten dir anschaust vom Computer, eine Zeitung in der Hand hast, dann erzeugst du Illusionen, Halluzinationen in deinem Kopf. Kann man alles nachlesen. Übrigens perfekt beschrieben in Psychologiebüchern, was ist eine Halluzination? Tausendfach darauf eingegangen, ich verändere nichts an den Inhalt deiner Bücher, ich erkläre dir bloß geistreich, was da wirklich steht. Und du legst es so unendlich oberflächlich aus. Wer aber eingedrungen ist in die Wahrheit, wer durch seinen Geist belehrt worden ist, ich bin dein Geist, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Ich bin derjenige, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Nicht der Udo, den du dir ausdenkst, den denkst du dir nämlich auch aus. Ich denke mir jetzt den Udo aus. Ich denke mir auch einen aus, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anschaut als Trockennasenaffe. Wobei der Affe, den ich denke, dieser Gedanke, dieses Gehirn, überhaupt nichts mitkriegt davon. So wenig wie deine Augen, die du dir jetzt denkst, was sehen können und deine Ohren was hören können. Ich wiederhole das immer und immer wieder. Augen, die du dir denkst, entstehen in dem Moment, wo du sie denkst und die können dann als rein ausgedachte Augen so viel sehen wie eine Kamera und Ohren können so viel hören wie ein Mikrofon. Und wenn du die nicht mehr denkst, sind sie wieder weg. Aber selbst wenn du sie denkst, werden sie so funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Aber wenn du sie nicht mehr denkst, sind sie wieder weg. Erleben tut es nur der Geist, der sich das ausdenkt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Punkt. Wird auch den Glaubenskampf verfolgen können und durch die Übereinstimmung dessen mit meinen Voraussagen die Wahrheit meines Wortes erkennen. Und er wird standhalten, denn er kämpft mit mir. Im vollen Bewusstsein meiner Führerschaft, meines Schutzes und meines Sieges über den Satan. Das ist der Sieg. Ich behaupte, dass ich du bin. Und dein Ego ist der Satan, der Scheitern. Du trennst dich doch selber von den Sachen, die du dir denkst, weil du wirklich in dem Wahn lebst. Du meinst, mit dem, was du denkst, hast du nichts zu tun. So, und jetzt lass uns wieder Erdkugel denken. Wo war jetzt die ganze Zeit? Sie war da, eine Seinsmöglichkeit, eine von uns. Denk einfach immer an das Internet. Jede Internetseite, die du jetzt öffnest, kommt aus dir, wenn du jetzt träumst. Und die absolut große Masse dieser Internetseiten interessiert dich überhaupt nicht. Es ist ein Nichts von Wissen, das du zum Denken benutzt und du meinst, du wüsstest, wie die Welt funktioniert und du glaubst, bist dir hundertprozentig zu wissen, was du selbst bist. Das bist du eben nicht. Dennoch wird er auch selbst kämpfen müssen mit dem Schwert des Mundes. Er wird sich wehren müssen gegen alle Angriffe des Feindes. Aber das Schild des Glaubens wird ihn decken. Und das Schild ist übrigens der Magen David, das ist über mein Christuszeichen dieses komische, dieser David-Stadt. Das ist der Magen David, das ist das Schild. Die Seele wird unbeschadet aus dem letzten Kampf hervorgehen. Wer aber nicht in der vollen Wahrheit steht, der wird nicht bestehen, sondern allzu leicht in das Lager des Feindes hinüberwechseln. Der wird wieder tiefgläubiger Materialist, der schläft dann weiter und glaubt ja nicht, dass deine Erlösung irgendwann in der Zukunft ist, wenn du stirbst, was Materialisten glauben. Materialisten, die wir uns jetzt ausdenken, Menschen, Medim, immer wieder die Leute, die Toten des Meeres, Enoshot, sterbliche Säugetiere, sind einfach nur Gedanken.
Sie erleben nichts, sie werden das erleben, was du denkst, was sie erleben, was du dir in die Kisten reindenkst. Sie werden das spüren, was du denkst, du erlebst es. Du bist der Einzige, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Dieses Alleinsein macht Angst. Wenn du die Größe nicht hast, schalt das Video jetzt aus und lebe dein Leben weiter bis in alle Ewigkeit und dann werde ich irgendwann einmal wieder in dir auftauchen. Nicht in der Zukunft, jetzt. Nach tausenden von Wiederholungen täglich grüßt das nur mit dir doch Wiederholungen, wo du dich immer wieder aufs Neue selbst narrst. Er wird wankend werden im Glauben, denn ihm fehlt das Wissen, das ihm für alles Erklärung gibt, was als scheinbar nicht göttlichen Ursprungs Anlass ist, zu zweifeln oder Unglauben. Wer im Wissen steht um die reine Wahrheit, der erkennt auch den Zusammenhang aller Geschehnisse mit der Entwicklung aller Geschöpfe. Was ist das verbindende Parameter für alle Geschehnisse, die jemals passiert sind und die noch passieren werden? Du, derjenige, der sich's ausdenkt. Derjenige, der sich jetzt was in die Vergangenheit denkt, am Urknall oder den Himmel hoch, schwarze Löcher, dunkle Materie. Wie war das nochmal bei meinem Professor Harald Lesch? Man kann nicht davon ausgehen, nur weil man was denken kann, dass es deshalb trotzdem da außen existiert. Nur weil man was denken kann. Wenn er den Satz, der Mensch, den ich mir jetzt denke, der kann ja nichts wissen. Es ist ja immer nur ein Produkt, eine Figur in meinem Traum. Aber wenn er das wirklich selber auf sein eigenes Wissen beziehen würde, dann wäre sein ganzes Wissen, das er hier an Universitäten predigt, vom Tisch. Das sind Hirngespinste, das geistlos nachgeäffte Wissen, die einen tiefen Sinn haben, einen symbolischen Sinn. Das ist das, die nächste Ebene ist, du verwandelst eigentlich deine Informationen schon, wenn du den Sprung machst in die Metapher-Ebene. Das ist dieses Beispiel, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Da ist dir vollkommen klar, was das bedeutet, darum wiederhole ich das. Lügen haben kurze Beine. Ich habe jetzt dasselbe, komplett dasselbe erklärt. Dasselbe, mit unterschiedlichen Worten. Es waren nicht die gleichen Sätze, aber dieselbe Information. Bundeskanzler Scholz besucht die Ukraine. Das sind die Lügen mit den kurzen Beinen. Namen sind jetzt austauschbar. Dem Unwissenden jedoch fehlt die Erkenntnis. Genauso ist es. Und jeder Materialist, jeder tiefgläubige Materialist, jeder tiefgläubige religiöse Mensch, mag ein Moslem sein, mag ein Buddhist sein, ein Hindu sein, der glaubt, er wurde von seiner Mutter geboren und es hat eine Vergangenheit ohne ihn gegeben, die schon da war, bevor er sie ausdenkt. Das ist genau das, was jetzt gerade, das ist ein tiefgläubiger Mann, ein ungläubiger Mensch. So, das lassen wir jetzt auch gut sein und dann machen wir den nächsten. Schauen wir hier mal rein. Einkehr nach innen. Lösen von der Welt, WILD, wissen wir, heißt der Brand, der polare Rand und der Materie. Matt ist das Tod von dem Toten, von der Vielheit. Du musst die Einheit in der Vielheit begreifen, die du selbst bist. Du bist immer dieselbe 200 Gramm rote Gnete. Du bist immer derselbe Geist. Egal welche Information, welche Form dein Geist annimmt, du bist immer das Zentrum, derselbe Geist. Je größer das Verlangen des Menschen ist nach Wahrheit, desto tiefer dringt er in die Wahrheit ein. Gott als Geber der Wahrheit ist Geber. Der Engel Gabriel, der Geburtsgeber, das ist der eigentliche Mann, der überaus Starke, der über alles siegt, der alles sich überlegen sein. Überlegen kann man wieder rot-blau machen. Das ist der Mann, der Begatter. Bin ich auch reichlich drauf eingegangen. Als Geber der Wahrheit. Nichts unbekannt. Und so weiß er auch um jede Frage, die des Menschen Herz bewegt, und er beantwortet sie. Und so ist es für euch Menschen eine Leichtigkeit, euer Wissen zu vermehren, so ihr nur Gott als die ewige Wahrheit zu euch sprechen lasset. Und bitte vergesst jetzt vollkommen bei dem Wort Gott irgendeinen alten Mann im Himmel oben oder was auch immer du dir ausdenkst. Muss ich es nochmal sagen? Du bist Gott für jeden Gedanken, den du dir denkst. Wenn wir das Wort Gott zuerst einmal als Schöpfer definieren. Das Wort, für das Wort Gott gibt es natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten. Weil du erschaffst jeden einzelnen Gedanken. Du erschaffst alles, was du dir denkst, aber du erschaffst es immer nur für einen Moment.
Und dann denkst du dir das aus dir heraus und stellst es vor dich hin. Oder du denkst es in die Vergangenheit, was dir überhaupt nicht bewusst ist, dass alles, was du denkst, hier und jetzt in deinem roten Kopf ist. Übrigens wird er ganz nebenbei erwähnt, das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass, schlipp, jetzt irgendwo da oben ein Mond und irgendwelche Sterne um dich rumkreisen und du dich auf einer Kugel befindest als Trockennasenaffe. Das sind alles Sachen, die entstehen jetzt, weil du sie denkst. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Ist es so schwer, das anzunehmen, was hundertprozentig sicher ist, was du sofort überprüfen kannst? Wie mächtig ist dieses geistlos nachgeäffte Logik? Wie krank, wie wirklich tief geistig krank ist ein Wesen, ein Geisteswesen, wenn es das, was es logisch empfindet, das es aber nicht einmal überprüfen könnte, wenn es das überprüfen wollte, weil es rein technisch nicht möglich ist, das zu überprüfen. Wenn du dieser Logik mehr Vertrauen schenkst, wie das, was jedes Kind auf der Stelle überprüfen kann. Das nennt man hochgradige Schizophrenie, gespaltenes Bewusstsein. Was gespalten ist, bist du und deine Gedanken, weil du meinst, das, was du denkst, damit hast du nichts zu tun. Das sind so einfache Sätze, wie krank ist einer, der meint, er hat mit dem, was er selbst denkt, nichts zu tun. Er meint, ein Gedanke, den er denkt, der ist da außen. Ein Putin, ein Biden, ein Hitler. Das sind jetzt nur Geräusche, es sind nur Worte. Du bist ein Computerprogramm, eine total fehlerhafte Logik, die jetzt eine Vorstellung ausbaut aus diesen Worten und die steht und fällt mit dem, was du geistlos nachäffst. Das heißt, so ihr lauschet auf die innere Stimme, die euch stets recht unterweiset. Das bin ich. Natürlich muss ich dann in irgendeiner Form existieren. Aber die Stimme, die du jetzt hörst, die kommt aus dir selbst. Weil ich sage, ich bin eigentlich der, der dich das jetzt denken lässt. Der dich träumen lässt, darum kommt es aus dir. Das ist die innere Stimme. Ihr müsstet in euch selbst die Antwort suchen. Ihr dürfet sie nicht von außen kommend erwarten. Woher denn sonst? Wenn du jetzt träumst, dann wirst du mit deinen ausgedachten, deine geträumten Sachen sind Informationen, die denkst du dir aus dieser absoluten Einheit heraus. Das ist Gott. Und nochmal, dieser absolute Mittelpunkt, ich nenne das ganz primitiv, der Urknall, bevor er geknallt hat. In dem Moment, wo du wach wirst, das ist immer jetzt, jeder Moment taucht jetzt auf, ich bin wach. Weißt du noch nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist. Du weißt, du kannst dir ja nicht raussuchen, wenn du wach wirst, wer du bist, wo du bist. Aber dieses Wer und Wo sind alles Informationen, die das entsteht alles erst, wenn du es denkst. Wenn du normal über irgendwas Neutrales nachgrübelst, ist dir gar nicht bewusst, wenn ich dich jetzt frage, hat jetzt das eigentlich ein Mann oder eine Frau gedacht? In der blauen Ebene, weil du, wenn du nicht an deinen Körper denkst, bist du nur ein Denker, unabhängig davon, ob du dich jetzt als ein Mann oder eine Frau denkst. Das entsteht erst wieder, wenn du das denkst. In der Symbolik des Adams bist du immer der Geist, der träumt und alles, was du denkst, diese Eva, das Ausgedachte, das ist das, was du erlebst. Und du bist dabei immer das Gleichbleibende. Dann werdet ihr direkt belehrt. Und das ist jetzt das Große, du wirst außen, du kannst von außen kein Wissen in dich hineinschaufeln, wenn du mal das zweite Gebot hältst, weil für dich das imaginäre Außen immer nur dann existiert, wenn du dir was herausdenkst, aus dir herausdenkst, was aber prinzipiell hundertprozentig sicher im Meer deine eigene Information ist und sein muss, sonst könntest du es gar nicht wahrnehmen. Darum haben wir da drei Stufen. Wir haben einen nicht denkbaren, absoluten Mittelpunkt. Das ist das Nichts-Alles. Das nenne ich Allah. Und aus dem entspringt jetzt eine Information. Und diese Information, die innerhalb von dir zu sein scheint, dieses Innen ist ein ausgedachtes Innen, entsteht im selben Moment ein Außerhalb. Und Haal heißt, die Quintessenz ist Gott. Das ist es Nichts. Es bleibt immer im Nichts. Jetzt werden wir wieder bei unserer Kamera Obscura. Und ihr könnet der vollsten Wahrheit gewiss sein. Achtet darum, was er zu euch redet. Er, das sind wir zwei, dieses J-C-O-I-C-H. Wollet ihr mir dienen oder der Welt? Wollet ihr euch mein Wohlgefallen erringen oder euch in Ansehen setzen vor den Mitmenschen? Euer Wille allein bestimmt euer Handeln und eure innersten Gedanken. Und darum wird eine geistige Wiedergeburt stets nur dann stattfinden können, wenn euch das tiefste Verlangen bewegt, mit mir in Verband zu stehen.
wenn ihr mich suchet und euch völlig von der Welt zurückzieht, um euch mit mir zu vereinen. Das ist übrigens das Zurückziehen, kann man sehr vielfältig sehen. Das Erste, was ich dir sagte, spitzt deine Rolle ganz normal weiter. Dein Traum, den ich dir träumen lasse, der ist maßgeschneidert für deine jetzige Reife. Das heißt, das ist wie bei dem aktiven Videospiel, wenn du reagierst. Ich war maßgeschneidert, wie du in deinen Prüfungen reagierst, wird sich deine Traumwelt verändern. Und wenn du immer wieder dieselben Fehler machst, wird sich das steigern ins Negative. Und wenn du langsam loslässt, das heißt nicht jetzt diese Symbolik im Hinduismus, dass du dich in eine Höhle zurückziehen musst und dann doch wieder, man muss unterscheiden, reden wir jetzt von der Rolle, die du spielst als Figur, als Protagonist, als Hauptrolle und Regisseur oder als Antagonist. Es bleiben Informationen oder bist du der träumende Geist, der das erlebt? Es bezieht sich das Zurückziehen auf des träumenden Geistes. Du musst wissen, als träumender Geist bist du immer das Zentrum. Das bedeutet dieses Zurückziehen. Egal, wo du dich jetzt hindenkst. Du hast einen vor dir, einen hinter dir, einen über dir, einen unter dir und wir tauschen immer nur die Bilder auf der Farbbrille auf. Du bleibst immer im Zentrum. Das bedeutet das Zurückziehen. Und nicht, dass du als Mensch dich jetzt verkriegst, irgendwie in eine Höhle, in eine Hütte, in einen Wald. Das ist so eine extrem falsche religiöse Auslegung dieser Metaphorik, weil die das Rot-Blau, den Unterschied nicht kennen zwischen dem Geist und der Rolle, die gespielt wird. Wie aber löset ihr euch von der Welt, so ihr doch darin leben müsstet? Und euch vor eine irdische Aufgabe gestellt sehet, die ihr nicht vernachlässigen sollet? Wie stellt ihr das innige Verhältnis her mit mir, wo ihr doch ständig unter den Mitmenschen weilet und dadurch doch immer wieder in Anspruch genommen werdet? Nur durch die Einkehr nach innen, durch ein Zurückziehen in die Einsamkeit, das aber aller Orten und jederzeit geschehen kann. Es ist diese Einsamkeit, das Ayin, zu erkennen, dass du ein nicht existierendes und dieses Sam, Bewusstsein des Meeres bist. Dieses Sam ist ein Ayin Sam, eine ganz wichtige Sache. Hier, wir haben hier schon wieder Gift, Medikament, Wohlgeruch. Medikamente, heilen durch geistreiches Denken. Das Zurückziehen, da haben wir hier den Ruck, den Geist. GE² ist der Geist. Zum einen, dann haben wir unser Manual, tausendfach drauf eingegangen. Gift, im Englischen ist das Geschenk. Der Geist Gottes. Ich kann das immer rot und blau lesen. Die erste große Erkenntnis, wenn du Wörter nur einseitig auslegst, egal um was es geht, wirst du dich irren. Auch die ganzen heiligen Schriften sind unendlich trügerisch, wenn sie einseitig ausgelegt werden. Das lasse ich jetzt auch weg, dass wir da mal fertig waren. Das Los in der Ewigkeit entsprechend dem Willen, da springen wir bei 197 rein. Die Menschen auf Erden verlangen irdische Freuden, körperliche Genüsse und... Ich halte da gleich an. Nochmal, es ist es wert, sich die ganz anzuhören. Ich habe euch hier mal die schlimmen Sachen von jetzt erst einmal weglassen. Das ist genau diese Erklärung, zu meinen, dass irgendetwas Ausgedachtes, Existierendes, das dich glücklich macht. Keine Frage, das macht dein Programm. Aber jegliche Art von Glück, die in Verbindung steht mit was Existierendem, ist vergängliches Glück. Jegliche Art von Sicherheit, die in Verbindung steht mit irgendwas Existierendem, ein volles Bankkonto, ein Schmuck, egal was, was du wertvoll siehst, dein eigenes Haus, dieses Existierende wird dir wie Sand zwischen den Fingern zerrennen. Die ewige Glückseligkeit, die du mit Holofeeling bekommst, steht nicht mehr in Verbindung mit irgendeinen Gedanken, sondern dann hast du dich nach innen gewendet. Die Menschen auf Erden verlangen irdische Freuden, körperliche Genüsse und trachten nur immer nach materiellem Besitz. Und alles findet sein Ende mit dem Tode des Leibes. Nichts können sie hinübernehmen in das geistige Reich, so sie sich nicht geistige Güter gesammelt haben, die jedoch nur unter Rücksetzung irdischer Wünsche zu gewinnen sind. Und so sie sich noch vor dem leiblichen Tode trennen können von der Welt, so sie noch zuvor ihre Wertlosigkeit erkannt haben. Ich sage immer, wer nicht stirbt, bevor der Stopp verdirbt. Das ist das, was man in der Esoterik die Erleuchtung nennt, wo die ganzen Scheinerleuchteten keine Ahnung haben, was Erleuchtung ist.
Solange du Feindbilder in dir trägst, bist du nicht erleuchtet. Du hast keine Ahnung von der roten Liebe. Du kannst dich zurückziehen und das ist dann der Fall, wenn du in der Lage bist, dich vollkommen wertfrei zu beobachten. Wenn du beobachtest, was du jetzt träumst. Und jeder Moment, wie in einem Kino, Bild, 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 jeder Moment, der von dir selbst als träumender Geist erschaffen wird, der ist einfach nur. Er hat noch keine Qualität. Es ist einfach nur eine Erscheinung. Die Informationen, die in dir auftauchen, die haben eine breite Palette von einer tiefen, inneren wahrgenommenen, sinnlich wahrgenommenen Materie, wenn du jetzt den Computerbildschirm vor dir anschaust oder das Handy, je nachdem, abhängig wieder von deinem Programm. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst, das sind alles ständig wechselnde Informationen, bis hin dann zu bewussten Gedanken, die du denkst, zum Beispiel Osterhasen oder grünes Maßmännchen und bis in die feinste Ebene von Gefühlen hinein, dass du hier das mit Worten gar nicht beschreiben kannst. Zum Beispiel Hunger kann ich beschreiben, aber das Wort Hunger ist ja nicht dieses Gefühl, das du hast, wenn du Hunger hast. Oder eine gewisse Art von Melancholie, dass man da sitzt und was ist denn los mit dir? Und wenn du das beschreibst, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe keine Schmerzen, mir geht es nicht schlecht, aber irgendwie Melancholie halt. Auch das ist eine breite Palette. Das sind alles Informationen. Das sind einfach nur Informationen, die existieren, weil du sie träumst, weil du das, du erlebst deine eigenen Informationen. Und jetzt kommt das eigentliche Problem, dass du zwanghaft mit deinem Programm das Ganze wertest, in richtig und verkehrt, in gut oder böse. Und um ein krasses Beispiel zu nennen, ich nenne jetzt nur die Worte Sadismus und Masochismus. Es gibt Programme, wo Schläge ein Glücksgefühl erzeugen. Wo natürlich dann der normale Mensch sagt, das ist ja pervers, wer will den Schmerzen haben? Das ist lauter so Zeug. Und ich habe vor 20 Jahren schon symbolisch jetzt gesprochen, gesagt, es gibt gewisse Männer, die ich mir jetzt ausdenke, die geben ein Heidengeld aus und gehen zu gewissen Frauen, dass die geschlagen werden. Und du sagst, ja, den Glauben will ich nicht haben. Ich sage, nee, du müsstest eigentlich nur die Möglichkeit haben, wenn dich Schläge treffen, dass du im selben Moment diesen Glauben einschaltest, dass du einfach das richtige Programm benutzt, um das zu beurteilen. Klingt jetzt sehr komisch, aber was ist komisch? Es ist einfach nur, was dir unlogisch erscheint und du lebst in einer einseitigen Logik. Und solange du Feindbilder in dir trägst und bekämpfst, hast du von der Heiligkeit und der roten Liebe, der allumfassenden Liebe Gottes, eines wirklichen Gottes, eines bewussten Gottes, nicht das geringste verstanden. Ich, wahrlich, ich sage dir jetzt, liebe deine Feinde. Ohne Wenn und Aber. Das ist der Schlüssel in die Freiheit. Und das heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst. Es geht nur ums Einverstandensein. Das heißt, du hast deine Informationen, die sind einfach nur. Ob was gut oder böse ist, feindlich gesinnt oder dir freundschaftlich gesinnt, ist ja schon wieder eine Definition einer Information. Und diese Definitionen, diese Einseitigkeiten sind die Entheiligung. Das macht ein fehlerhaftes Programm und das hast du zu vervollkommnen. Das heißt diesbezüglich, dass ich immer wieder sage, dass die, die du absolut liebst, die für dich wichtig sind, die müssen dir gleichgültig werden und die, die dir bisher gleichgültig waren, die müssen wichtig für dich werden. Es geht jetzt rein um die Symbolik, dass du irgendwann einmal das ins Gleichgewicht bringst und du mittig wirst. Das heißt, dass du heilig wirst, was du eigentlich schon bist. Du hast es bloß vergessen. Und sich mit Jenseitsgedanken befassen können. Das ist das Jenseits. Das Jenseits und das Diesseits sind schon wieder zwei Seiten. Schau das Bild an. Das ist auch hier bei diesen, bei der Dude-Vorlesungen wird gesprochen, Gott ist jenseits von Raum und Zeit. Nein, er ist im Zentrum. Er ist das absolute Zentrum. Da wird das Jenseits wird nur nicht als nicht benutzt, nicht in Raum und Zeit. Es ist dieses absolute, der Mittelpunkt, der nicht gedacht werden kann, aus dem alles entspringt. Das darf man nicht räumlich auffassen. Und sie selig gepriesen werden. Denn dann ist ihnen im geistigen Reich der Weg nach oben nicht mehr verschlossen, wenn auch unsagbar schwer zu erklimmen. Doch dann streben sie nicht mehr irdisches Gut an und haben die argen Versuchungen nicht mehr zu fürchten, durch die eine Seele schwach wird und unfähig zum Widerstand. Dann werden sie sehr bald Unterstützung finden von Seiten der Lichtwesen, die ihnen helfen, indem sie ihnen geistiges Gut austeilen, wenn auch in bestimmten Grenzen, bis sich die Seele selbst bemüht,
um Vermehrung, bis sie ihre Aufgabe im geistigen Reich erkannt hat und ihr nachzukommen trachtet. Was sie verlangt, wird ihr zuteil. Der Wille allein ist entscheidend, und auf dass sich der Wille recht entscheidet, werden die Menschen von Gott aus ständig unterrichtet von seinem Willen. Doch sie hören nicht auf ihn. Sie begehren weiter die Welt und bringen ihre Seelen in große Gefahr. Darum erbarmet sich Gott ihrer und er zeigt ihnen offensichtlich, welchen Wert die irdische Materie hat, indem er es zulässt, dass sie den Menschen verloren geht, indem er ihnen immer wieder nimmt, was sie besitzen und woran sie ihr Herz hängen, ohne sich bewusst zu sein, dass es eine falsche Liebe ist, die in ihnen schlummert. Er nimmt ihnen, was sie freiwillig nicht hergeben wollen, um ihnen auf Erden schon zu zeigen, dass sie überwunden werden kann, um ihnen zu helfen, sich von dem Verlangen danach frei zu machen, sich mit wenigem zu begnügen und ihre Liebe geistigen Gütern zuzuwenden. Das halte ich jetzt an. Wenn du da Interesse hast, kannst du dir das ja noch ganz anhören, aber es ist sehr tief. Man müsste jeden Satz jetzt genauer anschauen, mit dem wegnehmen. Es wird total einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat, was man ist und was die Gedanken sind. Ich kann immer nur sagen, der Berg, umso größer wir den Berg machen, in unserer Badewanne, in unserem Meer, umso tiefer ist auch das gespiegelte Nichts, das Tal. Darum ist jegliche Art von Verbesserung in deiner jetzigen Logik erzeugt im selben Maß Verschlechterung. Alles, was die Menschen meinen, dass sie was Gutes tun, dass sie was besser machen, werde ich dir ganz klipp und klar, egal um was es geht, zeigen, dass im selben Maß auch eine Verschlechterung sich stattfindet. Die Mitte, die heilige Mitte, versucht keiner zu erreichen. Und du klammerst dich an die Materie, das macht jetzt gut gehen in der ganzen Esoterik. Aber es sind tiefgläubige Materialisten und das Erste ist, mach dir einfach mal in der Selbstanalyse bewusst, ob du noch irgendwelche Feindbilder in dir trägst. Das geht um Kleinigkeit. Ja. Jedes, ich will nicht, ich kann nicht, der gefällt mir, der ist nicht richtig. Er ist einfach nur. Es ist so schwer, einfach zuerst einmal festzustellen, er ist. Und wenn er dann ist, wirst du feststellen, dass deine Logik, deine extrem fehlerhafte Logik, dein Wertesystem, das du zurzeit zum Denken benutzt, dann immer noch ein Gut und Böse. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich das Ariane-Programm laufen habe, dass dieses Ariane-Programm den Menschen Udo Petscher als den wundervollsten Menschen, den sie je kennengelernt hat, den man sich vorstellen kann, ausdenkt. Ich sage mal, was ganz Liebevolles. Hat sie recht? Jeder hat recht. Was ich aber nicht weiß, ich werde derjenige sein, der sie zerstört. Aber was passiert dann? Ich rede jetzt von dem Ariane-Programm. Aber wer denkt sich jetzt das alles aus? Doch du. Du Geist, der du jetzt glaubst, die Ariane zu sein, eventuell. Name wäre jetzt austauschbar. Dasselbe gilt jetzt für einen Holger. Das heißt, du musst wissen, ich erkläre dir, was du bist. Du bist dieser Anfang, dieses absolute Nichts. Das findest du in der größten, weitverbreitesten aller Religionen in der Naturwissenschaft. Das ist dieses E-Quadrat in der Einstein-Formel. Das ist einfach nur ein träumender Geist, eine Energie, die weder vernichtet werden kann, weil sie ein absolutes Nichts ist. Die Grundvoraussetzung für ewiges Leben ist, dass man selbst etwas ist, was nicht existiert. Weil alles, was existiert, heraustritt aus, tritt aus diesem Nichts heraus. Creatio ex nihilo. Eine Schöpfung aus dem Nichts. Eigentlich heißt es eine Wahl, eine Auswahl. Du wählst aus unendlich vielen Möglichkeiten, ich sage mal, Gott ist das Internet, das ist dieses Nichts. Und du wählst aus diesem Nichts eine einzige Gedankenwelle auf und sagst, die bin ich. Aber jetzt ich jetzt in Bezug auf den Menschen, auf das Programm und auf dem läufst du und dann baust du Oberwellen auf und dann kommt irgendwann einmal eine Oberwelle, wo du dann körperlich sagst, das bin ich. Das ist übrigens sehr tief, was ich gesagt habe mit den Oberwellen, da müsstest du aber Ahnung haben von Physik. Der normale Mensch, umso mehr er den Mund aufreißt und Welt verbessern will, sind doch alles absolute Vollpfosten. Nee, das sind jetzt Gedanken. Der Udo ist so beleidigend. Die erste Voraussetzung, solange du dich angegriffen und beleidigt fühlst, bist du noch voller tiefgläubiger, einseitiger Materialist. Ich mache das absichtlich. Ich schaue, wie du reagierst. Auch Krankheiten, ich schaue, wie du reagierst. Wie gehst du damit um? Verwechselst du dich noch mit dem Körper?
Da kann der Udo tausendmal sagen, Zahn, wenn du Zahnschmerzen hast, der hat keine Schmerzen, du hast die Schmerzen. Weil du glaubst, in einem gewissen Maß, das ist mein Zahn, das bin ich. Wenn dir das Kreuz wehtut, das bin ja ich. Darum hast auch du die Schmerzen. Wie sieht es aus, wenn das bloß eine Information ist? Wenn du mal so weit bist, dass du so neutral bist, neu, neo, dass du keinen Unterschied mehr machst, dass du die Informationen nicht mehr wählst, sondern einfach nur feststellst, das ist jetzt. Dann kannst du alles Mögliche erleben, ohne das zu erleben. Das ist, wo ich immer in einfachster Sache sage, es ist ein Unterschied, ob du jetzt hier mitleidest, mitfieberst, wenn du in einem Kino sitzt und dir einen Film anschaust, oder ob du derjenige bist, der hier dann mit Angst durch die dunklen Räume läuft. Und du läufst mit Angst als Brösel durch deine eigenen selbstgeträumten dunklen Träume und versuchst dich möglichst lange in dem Traum am Leben zu erhalten. Hast du jemals versucht, wach zu werden? Ja, ich kann ja nicht wach werden, ich bin ja jetzt wach, wird deine Logik so. Meinst du wirklich, dass du jetzt wach bist? Da kann ich wieder die alte Mystik, die alte Weisheit sagen, wenn du jetzt glaubst, wach zu sein, ein Körper zu sein, ein sterbliches Säugetier zu sein, auf einer Erdkugel zu sein, dann schläfst du. Wenn du jetzt hundertprozentig sicher weißt, dass du jetzt träumst und träumst, du bist der, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Körper denkst, dann bist du wach. Vor was hat der träumende Geist eigentlich Angst? Der ist ja bloß der Zuschauer von einem Leben, das er selber als Schauspieler lebt. Für einen Materialisten ist das natürlich Spinnerei. Mit Holofeeling beweise ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das die wirkliche Realität ist. Dass anhand einer ganz normalen Wörterbücher, anhand einer ganz normalen Arithmetik, wenn ich immer wieder darauf hinweise, ich zeige dir in deinen Büchern auf jeder, in den wissenschaftlichen Büchern auf jeder Seite so eklatante Fehler und Falschauslegungen von Formeln. Das beginnt schon mit dem, dass man die Wurzel entheiligt hat. Das ist das erste große Problem, dass man die eigentliche Wurzel, den arithmetischen Wurzelbegriff entheiligt hat, indem man immer nur eine Seite benutzt. Obwohl man doch eigentlich schon in der Schule lernen sollte, dass der zwei Ergebnisse hat, die sich gegenseitig aufheben. Wenn man nämlich die zwei Ergebnisse dann berücksichtigt, ist immer, wenn in einer Form L, in einer Form Gottes, eine Wurzel, ein W-Ur, das heißt doppelt aufgespannt, verbunden berechnet. Das Ur machen wir rot. Verbunden im Kopf, die beiden Seiten, der Kopf ist das Zentrum. Ich weiß, das klingt unheimlich wirr, aber was ist nicht wirr? Alles ist wirr, was man nicht kennt. Aber mit dem will man ja nichts zu tun haben. Jetzt ja, ich weiß, du dran bist. Wir sind jetzt fertig. Ich habe jetzt hier unten, das will ich noch ganz kurz ansprechen, um darauf einzugehen, für eine, die dann vielleicht doch anfangen, heilige Schriften etwas genauer zu nehmen, habe ich hier zwei Bibelverse aus dem Alten und Neuen Testament, wo ich jetzt einmal als UB rede, wo ich dir ganz klipp und klar darauf hinweise, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich lasse die Weisheit, die Scheinweisheiten der Weisen deiner Welt vergehen, wenn die neue Welt kommt. Und die neue Welt ist schon in dir drin. Du musst nur zugreifen. Ich präsentiere sie dir auf einem goldenen Tablett, geschenkt. Das Einzige, was es dich kostet, du musst dein jetziges Leben opfern. Und jetzt kommen die zwei Seiten, ohne das opfern zu müssen. Das ist die Sache mit dem Haar. Dein jetziges Leben, du bist der Computer, ist das Programm, das du im Arbeitsspeicher hast. Es ist die Logik, das Wissen, der Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest, meine Führerscheinprüfungsbogen, weil du musst die Führerscheinprüfungsbogen bestehen. Die Praxis und die Theorie. Da gibt es reichlich Selbstgespräche, wo ich sehr einfach drauf eingehe. Das heißt, du musst an der richtigen Stelle den Haken setzen. Dass du eigentlich nur noch Haken setzt, wenn du das ganze Gewäsch von Leuten, wo du sofort erkennst, dass die nur irgendeiner Einseitigkeit nachäffen. Du wirst dich dann ein wenig reinlesen ins Internet, du wirst dich ein wenig breit gefächerter aufstellen und du wirst merken, es ist, du lebst in einer Lügenwelt von Sodom und Gomorra. Die lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Aber wohlgemerkt,
Du musst über das Bewusstsein verfügen, dass du nicht so niemanden, den du dir ausdenkst, vorwirfst, dass es so ist, wie du ihn jetzt denkst. Und du darfst dir selbst nicht vorwerfen, dass du das denkst. Das sind die zwei Schritte nach hinten, weil mir jetzt das sagen, du magst dich jetzt erst einmal zu einem träumenden Geist. Das ist, es ist auf vielen Selbstgesprächen drauf. Wenn du schon zwanghaft an irgendwas Existierendes denkst, wenn du an dich denkst, dann denk doch bitte nicht, wenn du an dich denkst, an ein sterbliches Säugetier, an einen Affen, der geistlos nachhilft, sondern dann denkst du, ich bin ein träumender Geist. Und jetzt haben wir schon zwei Seiten, weil ein träumender Geist eigentlich als Ding an sich schon was ist, was man nicht denken kann, obwohl du den jetzt denkst. Einen Affen kann ich mir materiell vorstellen am Körper. Aber einen träumenden Geist, der ist eigentlich schon etwas, das ist wie ein Nichts, das du denkst, dann bist du eigentlich schon ein ausgedachtes Nichts. Und dann muss dir klar sein, wenn du träumender Geist bist, kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. Aber der bist du natürlich nicht, sondern du bist der, der sich jetzt als einen träumenden Geist setzt. Und dann wird dir dieses Prinzip, das ich dir erklären will, was unsere Welt jetzt ausmacht, die du dir ausdenkst, unsere Welt, die kann man rot und blau lesen, vielfältig. Also die blaue Ebene ist Welt zuerst einmal nur ein Brandopfer. Und in dem einen Vers kommt was ganz Schönes vor, das ist dann unten dran. Ich habe das etwas moderner gesetzt, ich habe aber das Original dazu gesetzt. Was weiß ein Topf von seinem Töpfer? Was weiß ein Gedanke von seinem Schöpfer? Der Töpfer ist der Schöpfer. Und wir haben da das Opfer, den Opfer schon mit drin. Jetzt mache ich es nur wieder symbolischer so. Was wissen die zwei Hände, die jetzt auf dem Bildschirm aufgetaucht sind, von dem, der sich die jetzt ausdenkt? Und jetzt kannst du dasselbe, was auf dem Monitor passiert ist, einfach mal schnipp an deine beiden Hände denken und dann hältst du dir die vor die Augen. Und ich sage, du denkst jetzt einfach, du hast eine VR-Brille auf. Was wissen diese beiden Hände, die jetzt auf deiner VR-Brille auftauchen, innen von dem Gehirn, von dem Computerchip, von deinem Geist, von dem Intellekt angesteuert, wenn du die jetzt auf und zu machst, dass du derjenige bist, der sie erschaffen hat und auf und zu macht? Nichts. Erklär es ihnen. Du kannst einen Gedanken, den du denkst, nicht erklären, dass er nur deshalb ist, weil du ihn denkst. Und jetzt nochmal der Sprung, es ist kein Unterschied, ob du jetzt einen bewussten Gedanken hast oder du ganz bewusst wohin schaust. Jetzt stell dir vor, klatsch, und jetzt denkst du, du sitzt in einem Zimmer und jetzt schaust du zur Tür. Mach das bitte, ich mach was Neues. Und jetzt denkst du, die Tür geht auf. Und ich sage jetzt bei der Ariane, der Jan kommt rein. Willst du denen jetzt erklären, dass du ihn erschaffen hast in deinem Traum? Wo war der vorher? Wo war die Tür vorher, bevor du sie gedacht hast? Es ist mir wichtig, dass du irgendwann einmal ansatzweise erkennst, wirklich erkennst, dass es ein Fakt ist, dass diese Sachen nur deshalb sind, weil du sie jetzt denkst. Und dass sie immer nur sind, wenn du sie denkst. Im Meer ist es immer. Und wenn es als Welle auftaucht, kommt es aus dem, der immer ist. Und das bist du nicht. Und sonst nichts. Nur die zwei roten Ich, Jotia und Itzia, sind ewig. Und da können wir uns jetzt miteinander auf der Bröselebene in der Welt unserer Traumwelt, können wir es uns richtig schön machen, richtig schöne Gespräche führen. Hat man ja jetzt denkt man es eine Vergangenheit aus. Aber warst du da dabei? Holger war dabei. Nein, der Holger war nicht dabei. Ariane war dabei. Ariane, kann ein Gedanke irgendwo dabei sein? In der Vergangenheit? Du merkst, wenn man das sich antrainiert, so zu denken, es ist immer hier und jetzt in mir und nur ich erlebe es. Und ob du das jetzt nachvollziehen kannst, was ich jetzt gemeint habe, das kann nur einer nachvollziehen, der auf seiner Vergangenheit, auf seinem Programm das drauf hat. Du kannst jetzt zum Beispiel einer sein, Holofeeling, dass du sagst, ja, ich weiß, da war ein Treffen, da war ich aber nicht dabei. Da muss dir klar sein, dass du die Brösel erschaffst, die du dir jetzt in die Vergangenheit lenkst. Und die Brösel haben in dem von dir ausgedachten Bleinfeld überhaupt nichts erlebt. Weil Gedanken nichts erleben. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das klingt jetzt sehr heavy, sehr hart, aber es ist das, was ist. Ob du das glauben willst oder nicht, das ist hundertprozentig sicher. Und das wirst du immer wieder bis in alle Ewigkeit wiederholen, bis das sitzt, bis das für dich zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Weltuntergang, Welt geht genauso unter, dein Körper wird zerstört, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und der kommt immer wieder, das ist die Schwierigkeit, dass du den am Leben erhalten willst, dass du noch nicht begriffen hast, dass man wesentlich freier ist, wenn man keinen Körper besitzt.
Besitz dich. Nicht nur der eigene Körper, auch ein Haus. All das ganze Zeug ist mehr Ärger wie Freude. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe mein Haus kein Ärger, dann warte noch ein bisschen. Und mit warte noch ein bisschen meine ich nicht Zukunft. In gewissen Wiederholungen wirst du merken, dass das ein Ballast war, der Leid in dir erzeugt bis zum Es geht nicht mehr. Es ist aber auf der anderen Seite, wenn du dasselbe mit Holofeeling machst, überhaupt kein Problem. Auch jetzt die Freude, wenn du sagst, du musst loslassen von dem Materiellen. Es ist nicht das Materielle das Schlimme, sondern die Verhaftung dran. Wenn es da ist, weil es auftaucht. Ich mache jetzt einfach bei aller Bescheidenheit ein Uderbeispiel. Ich sage, es gibt nichts, absolut nichts in dieser Rolle als Uder, als einfacher Mensch, der auch nicht, ihr wisst, ich lebe so zurückgezogen. Also auch der Größenwahn wird angesprochen, dass man bewundert werden will, dass man die Influencer, dass man Star ist. Es ist alle eine riesen materialistische Falle für Leid. Ich sage jetzt nur Michael Jackson und Whitney Houston. Die große Masse der Stars, die du dir ausdenkst, wenn du die Leben jetzt aus dem Internet analysierst, auch welche, die du ganz toll findest, die haben alle die Hölle am Schluss. Nicht das, was du aus den Medien, was du dir ausdenkst, wenn du mal das Hintergrund engagierst, die sind zugekifft, zugesoffen. Das heißt, die Glückseligkeit, hier ein Star zu sein, muss unheimlich glücklich machen. Das ist nur immer nur lächeln und immer vergnügt, doch wie es da drinnen aussieht, weiß keiner. Die große Masse ist absolut kaputt. Vielleicht mal den Abschluss mit den Bibelversen. Der Abschluss mit den Bibelversen war es eigentlich schon, die hängen ja unten dran. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es alles, das sind die verkehrten Lehrer. Es sind auch die Theologen und die Pfarrer die verkehrten Lehrer, weil das auch tiefgläubige Materialisten sind. Von großen Religionen will ich überhaupt nicht mehr reden. Das ist purer Materialismus, da geht es genauso um Geld und um Macht, wie um alle anderen auch. Das ist auch, wenn eine, solange irgendeine Lehre, die du hast, die dir einredet, dass irgendwas nicht stimmt, die Feindbilder predigt, die hat das eigentliche Wesentliche nicht verstanden. Sobald irgendjemand dir Feindbilder predigt, hat das nicht verstanden. Und sobald du einen Prediger hast, ich sage immer wieder, du das, was die Prediger in deinem Traum predigen, mach aber nicht das, was sie selber tun. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wenn dir einer erklärt, dass die Welt ja nur ein Traum ist, dass sie nur Geist ist, da gibt es sehr, sehr viele, und selber Spenden verlangen oder Geld oder PayPal-Konto reinstellen, glauben die auch noch, dass sie Geld zum Überleben brauchen. Wenn du Carpe Diem magst, selbstverständlich, jetzt kommt die zweite Seite, brauchst du Geld, aber das wird dann immer genügend da sein. Es wird jeden Tag genügend da sein, weil dann schickt dir Gott die Engel, da habe ich auch genügend Beispiele. Aber nicht, wenn du das haben willst, es muss dir vollkommen gleichgültig sein. Dann kannst du auch genießen, wenn ein gutes Essen da ist, aber du musst erst einmal in dich reinschauen und jetzt kommt der Abschluss, Holger. Das wiederhole ich und das musst du irgendwann einmal gecheckt haben. Du kannst als Brösel und der Brösel deine Mitmenschen belügen, was man oft sehr oft unbewusst macht, aber auch sehr oft bewusst macht, weil man gut dastehen will. Die kleine Notlügen oder was, das sind kleine Winzigkeiten, die man gar nicht als Lügen sieht, wobei, wenn man sich selber beobachtet, merkt man sehr wohl, dass das Programm lügt. Dann kannst du, und das ist viel krasser, du kannst dich, dein Ego belügt dich. In einem Wort, an Beispielen mangelt es nicht, wenn du ständig mit Holofeeling einredest, dass du irgendwas verstanden hättest. Oder was noch viel schlimmer ist, was Minuspunkte gibt, dass du mit Holofeeling rechtfertigst, wenn eine schlecht sind oder wenn du irgendwas haben willst. Wir könnten jetzt Namen nennen. Da können wir viele Namen nennen, nicht nur ein paar. Du kannst die anderen belügen und du kannst dich selbst belügen. Du, meine ich jetzt dein Ego, dein Ich, dein blaues Ich, dein Programm, du kannst mich nicht belügen. Und da ich du bin, wenn du dieses Verhältnis vorm Bücherregal und Leser verstanden hast, ich, J-C-H-U-B, bin der Schöpfer all dieser Leben, all dieser Physik und noch unendlich viel erlebt, die du dir nicht vorstellen kannst. Das, ich weiß, es klingt unglaublich, ich rede aber von etwas, was man nicht denken kann. Das ist, viele nennen das Gott, haben aber eine klare Vorstellung von Gott im Himmel oben oder mit einem Bart oder was auch immer. Ich sage, nein, stell es dir erst gar nicht vor. Halt einfach das erste Gebot. Dann bist du der vom Bücherregal. Der erlebt aber nichts. Der ist ein reines Nichts. Wie erschaffe ich jetzt Leben, indem ich selber in eine Romanwelt, die ich mir selber ausgedacht habe, mich zum Protagonisten mache und in dem Moment, das sage ich mir, das ist jetzt das rote Ich, das zum Lesen anfängt und jetzt zum Beispiel die Rolle von dem spielt, der du jetzt dein ganzes Leben, jetzt ausgedachtes vergangenheitenes Leben zu sein geglaubt hast. Gleichgültig, ob du jetzt glaubst, du bist Namen, kann ich jetzt unendlich viele sagen.
Wir sagen einfach mal die Ariane oder der Holger oder der Udo. Dann bist du ein Geistesfunk. Und dieser Geistesfunk erlebt sich jetzt wie ein Spieler mit einer VR-Brille in einer Umwelt, die sich nur in seinem Kopf abspielt. Aber er erlebt nur das an Gefühlen und an allem, was das Programm hergibt. Und ich komme jetzt, du kannst die anderen belügen auf der Bröselebene, die das übrigens gar nicht mitkriegen und denen das wurscht ist, auch wenn sie eventuell, wenn sie KI sind, auch wieder auf das reagieren. Du kannst dich selbst belügen, indem du permanent meinst, du hast es wirklich verstanden, was ich dir jetzt erkläre. Wenn du das wirklich verstanden hast, dann ist diese Welt gar nicht mehr Existenz, dann existiert dein Körper nicht mehr. Das ist das immer in dem Filmchen, wo du siehst mit der Seele, ein riesengroßer Fehler, dass es ja so viele Filme gibt in deiner Traumwelt, was übrigens viele im Führerscheinprüfungsbogen sind, wo einer stirbt und dann kommt so der Schatten aus dem Körper raus, der liegt da, ich habe mich dann selber liegen sehen, ich habe mich. Es ist noch die volle Identifikation mit dieser Rolle. Die haben nichts verstanden. Wenn du der bist, der du wirklich bist, wenn du schaust, verwechselst du dich nicht mehr mit irgendeinem Gedanken von dir. Für mich ist kein Unterschied, ob ich an den Udo denke, an die Ariane, an irgendwen, an den denke, der jetzt vom Computer sitzt. Ich habe dich übrigens jetzt die ganze Zeit beobachtet, wie du auf dieses Video und auf meine Worte, auf diese Lautsprecherworte reagierst. Das ist jetzt der Unterschied. Ich bin immer bei dir. Das ist der Christusgeist. Und ich bin wiedergeboren in dir und ich beobachte jede Kleinigkeit. Glaub ja nicht, dass ich dich nur einen Augenblick aus den Augen gelassen habe. Und wenn du jetzt meinst hier, ich sage mal in diesem kleinen Kreis auf der Bröselebene, wenn der Udo dabei ist, wenn wir als Brösel oder Brösel sitzen, ist sowieso jeder anders. Ich bin aber auch bei dir im Hintergrund, wenn ich nicht dabei bin. Und was du dann erzählst über den Udo, wie du ein Fähnchen im Wind bist, wie du dann unachtsam bist, ich bin der Einzige, der das mitkriegt. Und wenn du jetzt ich bist, dann bist du wach geworden. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Und jetzt sagen wir, Batsch.